einer der Top-Spots hier an der alten Festung fürs Jiggen. Jiggen auf Barsch oder auf Hechtangeln ist hier an der Stelle und wir begeben uns heute hier auf dünnes Holz. So, also angekommen hier auf dem Baumstamm und ich rüste erstmal ein Setup aus, was wir hier verwenden können. Gucken wir mal, was wir hier haben. Wir gehen einfach mal komplett übertrieben hier rein, würde ich sagen. Einfach mal mächtig viel zu großes Setup für die alte Festung. Warum? Naja, weil man es kann. Wenn man es nicht kann, geht man natürlich auch hier mit einem feineren Setup ran, mit einem kleineren Setup und so weiter. Letzten Endes geht es ja hier nicht darum, um zu zeigen, was man hier alles Dickes fängt und hier einen raushängen zu lassen, lübt und lübt und lübt und guck mal den Kescher, sondern es geht darum, dass diese Stellen, diese Spots, die ich zeige hier an der alten Festung, immer wieder funktionieren. Seit Jahren Spots, die immer funktionieren mit verschiedensten Ködern. Das ist natürlich das A und O. Das ist auch das, was ich immer wieder sage in den Videos. Es ist immer wichtig, die Köder zu testen. Speziell natürlich beim Spinning müssen wir ständig testen. Beim Spinning vielleicht sogar noch mehr als beim Grundangeln oder beim Posenangeln. Das heißt, wir probieren mit einem Köder so lange aus, bis das funktioniert. Oder mit verschiedenen Ködern probieren wir halt so lange aus, bis wir halt einen Köder gefunden haben, der sowohl optisch, also von der Farbe muss der ja funktionieren, da muss der von der Tauchtiefe vielleicht funktionieren oder es muss funktionieren, dass wir hier mit dem Köder dann, ja ich sag mal von der Form, die habe ich noch vergessen, die Form muss natürlich auch funktionieren, bei den Wobblern zum Beispiel und dann wie gesagt, hier muss es einfach gehen, dass man halt seinen Zielfisch dann irgendwann erreicht oder man erreicht halt verschiedenste Zielfische, Hecht und Barsch kann halt speziell hier in dem Bereich reingehen und die kriegt man auch kaum getrennt voneinander. Also speziell jetzt hier an der alten Festung ist es äußerst schwierig, die zu trennen. Das heißt also, man geht hier, wenn man auf Barsch aus ist, entweder mit dem Risiko rein, dass da ein Hecht mit reingeht und dir vielleicht dein Setup kaputt beißt, deine Schnur durchbeißt, deinen Haken abbeißt und den Köder mit. Oder du baust dein Setup direkt so zusammen, dass da der Hecht nicht dein Setup durchbeißen kann. Das heißt, wir machen dementsprechend ein dickes Vorfach dran, Stahlvorfach und ähnliches. Damit kriegen wir auch die Barsche gefangen. Ja, das A und O jetzt hier an der Stelle, nicht nur Spinning, sondern man kann auch theoretisch Grundangeln machen. Das würde dann bedeuten, ihr stellt euch hier vielleicht mit Tauwürmern hin, schmeißt hier mit Tauwurm raus. Auch das funktioniert hier immer wieder ganz gut. Ich zeige das mal eben auf der Map und ich würde sagen, der Spot jetzt hier ist vielleicht sogar auch eine gesamte Area. Denn das, was man jetzt hier macht, das einfache Durchjiggen mit gerade viel zu dickem Setup, das wäre jetzt durchaus auch möglich, wenn wir da jetzt 5 Meter weiter gehen oder nochmal 5 Meter weiter oder bis da hinten hin. Ich zeige es mal eben auf der Map. Also, der gesamte Bereich hier unten, von hier bis hierhin zur Brücke, einfach eine gute Area für Spinning, auf Hecht, auf Barsch und wie gesagt auch gerne mal, wenn man beim Grundangeln lieber ist, vielleicht hier in dem Bereich oder hier den Tauwurm mit rauswerfen. Auch da ballern manchmal richtig große Barsche mit rein. Heißt also, wenn da Kaffeeaufträge drin sind, in der alten Festung, speziell eben für den Barsch, dann fängt man das hier ganz gut. Da fängt man den Barsch halt hier ganz gut. Wie gesagt, vom Setup her deutlich feiner natürlich reingehen. Ich war jetzt hier mit über 30 Kilo Setup gerade unterwegs. Aber wie gesagt, hier in dem Bereich aufgrund, das geht ganz gut. Hier stand ich auch schon mehrfach und genau, hier in dieser kleinen, genau, hier auch mehrfach schon einfach auf Grund rausgeworfen. Und natürlich auch hier, auch das wäre eine Option, dass man das dann eben
das Jiggen von hier aus macht. Ich werfe hier einfach nochmal aus. Zack, das ist jetzt hier die Jig-Montage, die ich gerade verwende. Und wenn man dann vielleicht ein bisschen spezieller auf Hecht aus ist, dann nimmt man natürlich wieder die klassische oder ja, die normale Kunstködermontage. Und mit der Kunstködermontage nimmt man dann vielleicht einen Wobbler. Ich verlinke da nochmal ein Video zu. Da stand ich dann auch hier oder auch an verschiedenen Stellen und habe da verschiedene Wobbler getestet. Wir können das ja gerade eben nochmal eben hier einstellen. Wobbler, zapp, zapp, zapp. Das geht dann allerdings eher dann in Richtung Hechtangeln, dass man dann hier diesen Köder auswirft, diesen Wobbler, und dann hier versucht eben speziell Hechtangeln zu betreiben mit dem Twitchen. Also alles das hier in dieser Area richtig gut möglich, beziehungsweise auch möglich hinter mir. Da hinten geht es dann nochmal weiter. Aber wie gesagt, das seht ihr dann in dem Video, was ich da gerade verlinkt habe. Und da kann man dann richtig gut die dicken Brocken rausziehen. Ich könnte mich auch mal hier so noch hinstellen und auch hier nochmal testen, was man halt immer macht. Schön hier an dieser Uferkante entlang, weil hier richtig viel Grünzeug ist. Man kann, wie gesagt, super jiggen. Hier gibt es immer wieder Bereiche, wo die Hechte sich gerne verstecken. Und ja, deswegen lohnt diese Stelle, diese gesamte Area. Wie gesagt, für mich immer ist das Position Nummer 2, würde ich sagen. Position Nummer 1 fürs Hechtangeln beziehungsweise fürs Barschangeln ist auf 2167 auch. Das Video dazu gab es ja auch schon. Und wenn da dann gerade nichts funktioniert, gehe ich immer direkt runter hier in diese Area. Und dann wird hier getestet auf die gleichen Köder. Es sind häufig die gleichen Köder, entweder beim Jiggen oder wie gesagt dann hier auch dieser Köder Funky Minnow F15 002 oder F11002. Wichtig, die Variante F da zu wählen, aber wie gesagt, das wird alles im Video dazu nochmal erklärt. Ja, das ist hier die Area. Wie gesagt, eine meiner liebsten Bereiche, macht halt immer wieder Bock. Auch wenn man dann, wie gesagt, mit ein bisschen feinerem Setup hier dran geht. Dünnes Stahlvorfach, was so vielleicht, na, vielleicht so unter 10 Kilo sogar. Das reicht in der Regel. Und dann kann man hier auch schön durchjiggen. Dicke, fette Barsche rausziehen in richtig guten Gewichtszahlen. Trophy-Barsche und sowas habe ich hier auch schon gefangen. Also eine gute Area, wenn man Bock hat auf Spinning an der alten Festung. Nach, wie gesagt, der Area hier oben. Dann kommt direkt die Area hier und als nächstes auch für Hecht, auch das war ja in dem letzten Video schon hier zu der ganzen Serie, das lohnt sich auch absolut. Also, that's it. Mehr muss man, glaube ich, zu dem Spot nicht sagen. Köder wie immer testen, nähere Informationen, wie das durchgeführt wird, wie man spinnt, was man genau macht. Einfach mal im Kanal, auf dem YouTube-Kanal in die Suche gehen. Suche auf dem Kanal und da eintippen alte Festung und ihr kriegt zig Videos zu genau dem Zielfisch, den ihr sucht. Da dann einfach mal reingucken, wie ich das gemacht habe, was man braucht für ein Setup und dann auch einfach wieder testen. Nichtsdestotrotz, die Spots gehen mal eine Zeit lang, danach ist wieder Pause. Heißt also, testen, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, anderen Spot testen oder einfach andere Köder an dem gleichen Spot testen. Wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.